Ja, herzlich willkommen zum zweiten Nachmittagstalk, ein Lecture-Talk, fehlertolerante und skalierbare Systeme mit dem Netflix-OSS. Dr. Michael Menzel, Michael ist Architekt bei der Senacor Technologie AG. Am Bonner Borgen sitzt ihr in der Nähe von der Strandbar. Und ja, er ist nicht nur Architekt, sondern wirklich auch bis runter zur Codebasis. Das finde ich einfach immer besonders nett irgendwie. Das sind für mich so die richtigen Hacker, die halt wirklich von oben bis unten alles machen. Verteilte, dienstbasierte Systeme und reaktive Systeme, also Microservices. Er wird über Entwurfsmuster skalierbar, fehlertolerant, umgebungsunabhängig, alles was man will, erzählen. Und wie man das mit dem Netflix Open Source Stack auch realisieren kann. Also eine große Bandbreite. Vielen Dank, Michael. Gut, dann mal herzlichen Dank und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Fehlertolerant und skalierbare Systeme mit dem Netflix Open Source Stack. Konkret geht es um die Frage, wie können wir moderne Architekturen, Microservice-Architekturen mit dem Netflix Open Source Stack bauen, auch auf Basis von Spring Boot und Spring Cloud. Dann nochmal danke für die Einführung. Ja, ich bin nochmal froh, wenn ich da nah am Code bin und dann halt auch mitcoden kann. Im Wesentlichen ist Senacor Spezialist für große IT-Transformationsprojekte, in dessen Rahmen wir dann natürlich auch Umsetzungsprojekte haben. Fokus liegt natürlich auf große IT-Landschaften. Das heißt, wir haben es meistens mit großen, gewachsenen IT-Landschaften und Architekturen zu tun, die dann schon eine gewisse Komplexität aufweisen und dies dann zu modernisieren gilt. Nun haben natürlich die meisten oder eigentlich fast alle unserer Kunden heutzutage ein Problem und das heißt natürlich Digitalisierung. Jetzt ist Digitalisierung an sich natürlich nichts Neues, gut, darüber spricht ja irgendwo jeder, aber im Wesentlichen machen wir das Ganze ja schon seit 30 Jahren, wo es irgendwie darum geht, dass ich Prozesse, die dann vielleicht papiergestützt sind, digitalisiere, während der Fokus früher aber eher dann auf den Backend-Prozessen lag, Backoffice-Prozessen, geht es heute vielmehr um die Schnittstelle zum Kunden. Wenn ich jetzt mal schaue auf aktuelle Kundensituationen, beispielsweise im Banking-Bereich, wo das Filialgeschäft irgendwo wegbricht, wo halt immer mehr Druck aufkommt durch irgendwelche Fintechs, durch auf der anderen Seite etablierte Konzerne wie Google oder Apple mit Apple Pay, die dann schon eine Infrastruktur haben, die sie nutzen können, um darüber dann Zahlungsdienstleistungen anzubieten, dann wird natürlich irgendwo die Schnittstelle zum Kunden, der Vertrieb irgendwie übers Internet und das Online-Banking natürlich immer wichtiger. Gleichwohl ändert sich aber natürlich die Erwartung des Kunden. Heißt, zum einen erwartet natürlich der Kunde, dass er, wenn wir jetzt mal beim Beispiel des Online-Bankings bleiben wollen, dass es auch ein modernes Online-Banking gibt, wo auch gewisse marktrelevante Innovationen aufgegriffen werden, also kein altes Web-Frontend von irgendwie 2005. Ich möchte natürlich Dienstleistungen rund um die Uhr nutzen, Banköffnungszeiten, nein, ich möchte meine Überweisungen eigentlich immer machen können. Und Wartungsfenster für die Software am Wochenende bitte nicht. Gut, WhatsApp ist hier ein gutes Beispiel, obwohl, gut, in diesem Jahr waren auch die mal offline. Nichtsdestoweniger sind die halt recht gut mit dem Daten- und dem Nutzerwachstum skaliert. Exzellente User Experience bezieht sich jetzt nicht nur auf das Design, sondern dass ich auch Anwendungen baue, die hochperformant sind, die Ergebnisse schnell zurückliefern, die vielleicht schon mal Teilergebnisse anzeigen, also Daten asynchron bereitstellen können. Und ich möchte natürlich gewisse Dienste und Services dann plattformübergreifend nutzen wollen. Und damit habe ich natürlich irgendwo Geräteklassen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen, wo ich vielleicht für eine Desktop-Applikation ganz andere Daten bereitstelle, als vielleicht für ein Mobile-Device. Die ganzen Punkte jetzt für sich genommen, das ist jetzt natürlich der Punkt, wo jetzt natürlich der typische IT-Manager beim Kunden sagt, hey,
wir brauchen jetzt hier irgendwo Innovation, dann fallen halt so schöne Sätze wie, ja, wir müssen Start-up-fähig werden, das ist immer mein Liebling bei so einem DAX 30-Konzern, Start-up-Fähigkeit, was dann meistens eigentlich bedeutet, wir nennen irgendeine Abteilung in Innovation Factory um, laden die Presse ein, bauen in irgendeinem Raum eine PlayStation 4 auf, die natürlich abgebaut wird, wenn der Termin wieder vorbei ist. Aber wie auch immer, ich will ja wirklich was verändern und das umfasst jetzt natürlich verschiedene Aspekte. Zum einen natürlich, ich möchte Software haben, die änderbar ist, damit ich Dinge schnell irgendwo im Markt verproben kann. Ich möchte natürlich weg von irgendwelchen alten Wasserfallprozessen, wo ich erstmal ein halbes Jahr lang spezifiziere, mir dann irgendwo überlege, wie kann ich es umsetzen und irgendwo nach einem Jahr bis anderthalb Jahren feststelle, oh, was ich da gebaut habe, ist irgendwie nicht ganz das, was ich für den Kunden brauche. Und zwei, Elastizität und Skalierbarkeit. Denn wie viel Last habe ich denn auf dem System? Heute, morgen, im halben Jahr, zu Weihnachten, ich weiß es vielleicht noch nicht, ich möchte ja irgendwie mit dem Most Viable Product starten und möchte dann mit dem Nutzer und dem Datenwachstum skalieren. Heißt auch, wenn ich Funktionalität fein granular skalieren möchte, dann komme ich am Ende des Tages zu einem hochverteilten System. Und natürlich kann ich nicht davon ausgehen, dass immer alle meine Services da sind, dass das Netzwerk funktioniert, dass alles fehlerfrei funktioniert. Nein, Nachrichten können verloren gehen, Nachrichten können vielleicht falsch ankommen, vielleicht ist der Service einfach überlastet und kann nicht mehr reagieren. Damit muss ich halt umgehen können. Und zu guter Letzt, wenn wir natürlich von einer hohen Interaktivität reden, also dass dann Systeme schnell reagieren sollen, brauche ich natürlich... möchte ich natürlich weg von den blockierenden Systemaufrufen hin zu einer komplett asynchronen Datenverarbeitung. Okay, wie baue ich das Ganze? Das Zauberwort sind natürlich dann immer irgendwo Microservices, wobei natürlich die generelle Idee ist, wenn ich jetzt mal gucke, wo man so herkommt, von so einem Ebenenansatz, wo ich eine Middleware habe, ich habe Frontend-Komponenten, ich habe irgendwo hinten dran eine Datenbank, mache in dem Kontext Projekte, dann habe ich natürlich die Herausforderung, dass mein Ebenenschnitt, den ich hier mit der Middleware habe, mit meinen Middleware-Services, nicht unbedingt den Anforderungen wirklich gerecht werden kann, die ich jetzt aus dem Projekt habe. Weil natürlich versucht jede Ebene, die Frontend-Kollegen, genauso irgendwie die Middleware oder auch die Datenbank-Kollegen, sagen wir mal, sich selbst zu optimieren und Arbeit irgendwie zu den nächsten Schichten dann wegzuschieben. Ich habe natürlich dann eine Middleware, die dann vielleicht Frontend-übergreifend Services anbietet, einen hohen Grad an Wiederverwendung bietet auf Basis von vielleicht Oracle, J2E, WebLogic, Application Server, was ja generell eine gute Idee ist mit der Wiederverwendung, aber doch letztlich dazu führt, dass ich meine komplette Systemlandschaft regressionstesten muss. Weil wenn ich Pech habe mit meinem Wiederverwendungsansatz, baue ich in ein Geschäftsobjekt einen Fehler ein für einen Anwendungsfall und an einer ganz anderen Stelle knallt. Das heißt, ich möchte hier natürlich Komponenten, fachliche Komponenten haben, die ich technisch und fachlich entkoppeln. Natürlich irgendwo mit der Idee, dass ich natürlich dann diese Komponenten unabhängig voneinander und auch schneller releasen kann. Wenn ich dann in der Lage bin, diesen Schnitt bis zum Frontend hochzuziehen, dann gehen wir in die Richtung Self-Contained Systems. Klingt das alles ganz toll und ganz einfach. Ich packe einfach die Schnäre aus und schneide jetzt hier meinen Monolithen irgendwo in Scheiben. Und das ist dann genau der Moment, wo dann der Chef oder der Kunde zu euch kommt und sagt, okay, alles klar, jetzt leg mal los, dann bau doch mal den ersten Microservice. Und so funktioniert es halt nicht. Denn letztlich ist ja so ein Microservice nicht einfach nur, oder eine Microservice-Architektur, nicht einfach nur unser Monolith, der in Scheiben geschnitten ist. Da muss ich schon noch ein paar andere Dinge beachten und mir überlegen. Klar, wenn ich jetzt natürlich eine perfekte Anwendung habe, die super sauber designt ist, mit einem sauberen Komponenten, die anhand von fachlichen Grenzen geschnitten sind,
ja, dann kann es sein, dass ich dann relativ einfach meinen Monolithen zerlegen kann. Meistens ist es das aber nicht. Und bevor wir jetzt über Architektur reden, dann nur der Hinweis, ich muss mir dann schon ein paar Dinge mehr überlegen. Angefangen natürlich bei der Organisation. Wir gehen gleich auf die Technik ein. Deswegen jetzt die ganzen Aspekte, die jetzt hier üblicherweise in einem Microservice-Vortrag kommen, nur im Abriss. Das wesentliche Stichwort ist ja immer Conway's Law, dass die Architektur den Kommunikationsstrukturen folgt. Wenn wir üblicherweise beim Kunden sind, können wir dann von der Software aus, von dem Schnitt der Software schon Rückschlüsse ziehen auf die Kommunikationsstrukturen im Unternehmen oder anders ausgedrückt. Wenn ich euch die Aufgabe stellen würde, implementiert mal einen Compiler und wir bilden jetzt drei Teams, dann kommen wir höchstwahrscheinlich zu einem Drei-Komponenten-Compiler. Wenn wir sagen, wir machen vier Teams, dann wahrscheinlich einen Vier-Komponenten-Compiler. Heißt also, wenn wir natürlich was an unserer Software ändern wollen, müssen wir natürlich irgendwie die Kommunikationsstrukturen anpassen, sprich einen vertikalen Schnitt, vertikale Feature-Teams, wo wir dann Business-Analyse, Entwicklung, Test, Datenbanken, Frontend und Middleware alle irgendwo in einem Team haben, damit wir in die Richtung gehen können und auch die Architektur verändern können. Prozesse, man möchte natürlich hin zu mehr Agilität in kurzen Sprints und nicht so, wie es dann meistens gemacht wird. Wir machen mal ein bisschen was agil und denken dann, es wäre Scrum. Oder das Entwicklungsteam ist jetzt agil, aber der Lieferprozess in der Organisation ist immer noch Wasserfall. Nein, so funktioniert es natürlich auch nicht. Und wichtig ist auch, klingt jetzt relativ simpel, in einer großen Organisation aber recht schwierig, wir brauchen einen Product Owner, eine Person, die in der Lage ist, natürlich Anforderungen zu priorisieren. Klingt simpel, ist meistens irgendwo das Schwierigste. Und zu guter Letzt, wenn wir mehrere fliegende Komponenten haben am Ende des Tages, dann müssen wir auch über Automatisierung nachdenken. Aber DevOps ist ja nicht nur Automatisierung. Nur weil wir Dinge jetzt irgendwo schneller bauen und in Produktion schieben können, würden wir das heutzutage nicht machen. Schlichtweg, weil das Vertrauen natürlich in die Software nicht da ist. Ich meine, Sinn von den ganzen Regressionstests ist ja irgendwo dieses Vertrauen herzustellen. Sprich, wir brauchen halt irgendwo die Tester als Teil der Feature-Teams, die dann auch wirklich automatisierte Tests bauen. Erst wenn ich dann natürlich einen hohen Grad an Testabdeckung habe, kann ich natürlich dann wirklich Dinge dann schnell in Richtung Produktion bringen. Aber kommen wir mal zu dem Thema Architektur. Erste Frage an der Stelle ist natürlich immer, naja, jetzt bauen wir mal Anwendungen auf Spring Boot. Wie hängt jetzt eigentlich Spring Boot und Spring Cloud zusammen? Was ist denn da der Unterschied? Und wie ist der Zusammenhang zum Netflix Open Source Stack? Zunächst mal, wer von euch hat schon mit Spring entwickelt? Ein paar. Und mit Spring Boot? Und wer meint, Spring Boot wirklich verstanden zu haben? Also ich meine jetzt so Auto-Configuration und ähnliches. Ja, okay, also ich kann mit Spring Boot relativ einfach mit wenigen Zeilen Code eine Anwendung hinstellen. Werden wir gleich noch sehen, ist wirklich super und auch recht einfach, weil das Framework natürlich schon relativ viel vorgibt und eine gewisse Meinung hat, wie Dinge zu bauen und zu konfigurieren sind. Ist auch wirklich toll. Schwierig wird es natürlich nur in dem Moment, wo irgendwo die eigene Organisation oder der Kunde eine andere Meinung hat, wie Dinge eigentlich implementiert oder gebaut sein sollten und ich dann anfange, da Dinge zu customizen oder ich Entwickler habe, die innerhalb von der Woche irgendwas implementieren und da reinpatchen, was eigentlich Spring schon von Hause aus kann. Wie auch immer. Also was ist jetzt Spring Boot? Also Spring Boot, ich würde es mal als ein Framework für Application Server bezeichnen. Also es bietet eine Spring Framework Integration, es bietet mir Dependency POMs an, womit ich relativ einfach durch sogenannte Startup POMs dann die ganzen Spring Abhängigkeiten drin habe und es bietet mir Maven Plugins an, sodass ich meine Spring Boot Anwendung
direkt in ein Fetcher bauen kann und das Ganze dann einfach ausführen kann. Das heißt, ich habe ein Jar mit allen Abhängigkeiten drin und nicht mehr viel wie früher zu J2E-Zeiten. Ich habe irgendwas, was ich dann in Application Server deployen muss, mit allen Abhängigkeiten drumherum. So, das heißt, mit Spring Boot kann ich relativ einfach einen Service bauen. Wenn ich jetzt natürlich 100 Services habe, muss ich mich natürlich um Dinge kümmern, wie Routing, Load Balancing, ich brauche eine Service Registry, ich muss mich um Service Discovery kümmern, ich muss mich um verteilte Konfigurationen kümmern und so weiter. Dafür bietet Spring Cloud ja implementiertes Pattern und integriert Tools, wie zum Beispiel Tools aus und Frameworks aus dem Netflix Open Source Stack. Und diese Tools und die Integration über Spring Cloud werden wir dann jetzt mal im Detail betrachten. Aber zuerst nochmal zurück zu Spring Boot, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen, um eine einfache Anwendung hinzustellen. Geht relativ einfach. Ich brauche nur POM-Files, die dann diese Spring Boot Starter-POMs integrieren. Dann kann ich hier eine relativ einfache Anwendung hier hinstellen. Also die ist jetzt einfach mal von der Spring-Seite kopiert, die einfach einen REST-Endpunkt anbietet. Und gegebenenfalls kann ich über Konfigurationsfiles durch eine Application-Properties oder eine Application-YAML noch Dinge customizen, wie den Applikationsnamen spezifizieren. Die wenigen Zeilen Code reichen aber schon aus, um dann über Spring Boot mir ein Fetcher bauen zu lassen, das ich dann ausführen kann, und dann habe ich einen REST-Endpunkt, der mir Hello World zurückgibt. Das war es dann vom Prinzip schon. Das Interessante ist, über die Abhängigkeit von Spring, von die hier in die Maven-Poms einfüge, wird halt erkannt, ich brauche hier halt einen Application-Server, und es wird dann automatisch beim Startup wird Spring Boot dann den Embedded Tomcat mitstarten, um dann hier diesen REST-Endpunkt anzubieten. Gucken wir mal, wie wir jetzt hier unsere Eigenschaften umsetzen, mal angefangen bei der Änderbarkeit. Jetzt kann ich einen Service bauen, sagen wir mal einen Account-Service. Den möchte ich natürlich dann veröffentlichen unter einer gewissen URL, sagen wir mal services/bankaccounts. Intern habe ich natürlich mehrere Instanzen von dem Service, die natürlich intern unter einer gewissen IP und einem Port zur Verfügung stehen. Jetzt muss ich mich natürlich um das Routing und um das Load Balancing kümmern. Dafür gibt es natürlich dann praktischerweise schon eine Netflix-Komponente, Netflix-Zool, wie dieser Torwächter aus Ghostbusters. Danach ist er wohl benannt. Und Zool ist im Wesentlichen ein Reverse-Proxy und ein Load-Balancer, welcher dann das Routing übernimmt und Anfragen gegen unsere URL dann auf die entsprechenden Services verteilt. Jetzt muss ich aber Zool nicht selber irgendwo einfach installieren und konfigurieren, sondern ich mache das über die Spring-Integration. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine Sache, nämlich wenn wir jetzt hier über Änderbarkeit reden. Änderbarkeit heißt ja auch, ich kann, wenn ich diesen Account-Service habe in der Version 1.0, relativ einfach einen Account-Service in der Version 2.0 daneben stellen mit inkompatiblen Schnittstellenänderungen, ohne dass ich bei bestehenden Clients irgendwas kaputt mache. Heißt aber auch, dass meine Web-Frontends oder meine Clients irgendwie sagen müssen, ich möchte jetzt aber mit dem Account-Service in der Version 1.0 oder 2.0 reden. Weswegen ich hier oben bei der URL dann halt noch die Informationen mitgeben würde, mit dranhängen würde, mit welcher Version von dem Service ich gerne sprechen möchte. Und dementsprechend macht Zool dann das Routing über ein Mapping. Wie stelle ich jetzt so ein Zool-Gateway hin? Na, ganz einfach. Im Wesentlichen auch als Spring Boot-Applikation. Ich muss einfach in den Maven-Poms nur die Abhängigkeit zu Spring Cloud Starter Zool einfügen und muss in meiner Spring-Applikation einfach nur eine Annotation dran packen, Enable Zool Proxy. Und dann kann ich in der Konfiguration im einfachsten Fall statisch die Routen konfigurieren, und wir haben am Ende des Tages dann ein
Fetcher, eine Applikation, die ich dann genauso wie meine anderen Services deployen kann. Die Konfiguration würde dann den Pfad hier Bank Accounts in der Version 2.0 abbilden auf den entsprechenden Service, welcher dieses Interface implementiert. Gut. Damit hätte ich jetzt recht einfach erstmal ein statisches Mapping. Jetzt habe ich hier einen Endpunkt angegeben in diesem Mapping. Jetzt möchte ich ja auch ein Load Balancing machen. Sul integriert dafür zwei andere Netflix-Bibliotheken. Einmal Ribbon, was ein Client-Side-Load Balancer ist. Zum anderen Hystrix. Das werden wir gleich auch noch im Detail sehen. Das ist eine Bibliothek, um Fehlertoleranz bei Service-Aufrufen sicherzustellen. Und wir ändern die Konfiguration so, dass wir den Pfad auf eine Service-ID abbilden. Service-ID in diesem Fall Bank-Accounts. Und für diese Service-ID geben wir dann eine Liste von Servern an, die erreichbar sind. Und Sul wird dann automatisch das Load-Balancing machen. Jetzt habe ich halt meine Jars. Die kann ich in den verschiedenen Umgebungen dann deployen. Änderbarkeit heißt aber auch, dass wir am Ende des Tages eine gewisse Automatisierung unterstützen in Richtung DevOps, Dinge natürlich dann ein bisschen schneller in Produktion bringen können. Und wie hat man früher eigentlich für so einen Application Server, so einen Waterfall gebaut? Naja, man hat die Konfiguration mit ausgeliefert, indem man das Lieferpaket mit einem gewissen Profil gebaut hat. Das möchte ich aber natürlich nicht. Ich möchte einmal ein Microservice-Jar bauen und das dann durch die verschiedenen Umgebungen schieben und dort dann testen und nicht jedes Mal wieder neu bauen. Heißt, ich habe aber in den unterschiedlichen Umgebungen vielleicht unterschiedliche Backend-Systeme, unterschiedliche URLs und Konfigurationen. Das heißt, der Service muss ja irgendwo an die Konfiguration dann drankommen, wenn ich die schon nicht vorab mitliefern möchte. Das heißt, ich brauche eine Möglichkeit zur externen Konfiguration und da bietet mir Spring Boot oder Spring Cloud eine schöne Möglichkeit, nämlich einen Spring Cloud Configuration Server. Das heißt, wenn Service startet, wird er als erstes mal bei dem Spring Cloud Config Server anfragen und sagen, ich bin der Service Bank Accounts in der Version 2.0, bitte gib mir mal meine Konfiguration. Und diese dann halt serviceintern zur Verfügung stellen. Der Config-Server ist natürlich auch wiederum eine Spring Boot-Applikation, wo ich auch einfach nur eine Annotation dran packen muss und bedient sich aus verschiedenen Sources, entweder aus Property-Files oder YAML-Files, die lokal liegen, oder alternativ, was auch die bessere Variante ist, über ein Git-Repository, weil da kann ich die Konfiguration versioniert ablegen. Und ich kann in Spring dann auch an die entsprechenden Konfigurationswerte Annotationen dran setzen, @refreshScope, was Spring dann sagt, dass diese Property dann dynamisch zu aktualisieren ist. Wenn ich dann auf dem Service-Endpunkt ein /refresh aufrufe, holt er sich die Werte von dem Config-Server nochmal neu. Alternativ kann ich auch den Config-Server über Nachrichtenbus anbinden, damit ich Konfigurationsänderungen zum Service pushen kann. Der Config-Server, wie gerade schon erwähnt, ist eigentlich auch nur eine eigenständige Spring Boot-Applikation, wo ich dann auch einen Enable-Config-Server dran packen muss, plus in die Konfiguration dann den Git-Endpunkt von dem Git-Repository konfigurieren muss. Und im Konfigurations-Client, also in dem eigentlichen Service, ist es auch relativ einfach. In der Konfiguration gebe ich dann cloud-config-enable-true ein, gebe den Endpunkt an von dem Config-Server und kann dann schon auf dem Config-Server zugreifen. Auch hier gibt es was Vergleichbares von Netflix, nämlich Archaeus. Also das, was wir gerade gesehen haben, ist rein Spring Cloud. Eine Alternative gibt es auch noch von Chaos, auch ein Configuration Framework, was allerdings auf Apache Commons basiert, von der Idee her recht identisch wie das Configuration Framework von Spring. Weil beide Framework machen eigentlich das Gleiche. Sie holen sich Konfigurationswerte
von verschiedenen Quellen, verschiedene Property-Files, die Daten können in der Datenbank liegen oder auch in einem Config-Server und stellen alles in einem einheitlichen Konfigurationsmodell dann zur Verfügung. Das macht auch Achaeus, die haben dann noch ein paar mehr Möglichkeiten, Backend-Systeme und so weiter angebunden. Da ist der Fokus dann leicht anders. Die bieten auch Callbacks, um über Änderungen zu informieren. Gibt auch eine Integration in Spring Cloud. Nur der Punkt ist, im Standardfall werdet ihr halt mit Default Spring Cloud, wird es vollkommen ausreichend sein. Wenn es halt irgendwelche speziellen Datenbankkonstellationen gibt, wo vielleicht Achaeus mehr kann, dann kann man sich überlegen, das Ganze einzubinden. So, Elastizität. Jetzt haben wir ja gesehen, unser SUL übernimmt das Routing und wir haben eine statische Konfiguration. Das ist auch zum Teil das, was in manchen von unseren Projekten der Kunde gerne möchte, weil er sagt, ja, ist ja super, dann kann ich ja hier in meinem Reverse-Proxy und in meinem Router das Ganze statisch konfigurieren, das macht dann der Betrieb und ich will das auf jeden Fall statisch haben, weil dann habe ich halt immer volle Kontrolle, wo gerade welcher Service läuft und laufen sollte. Problem ist natürlich, die ganze Architektur ist damit so flexibel wie eine Betonwand, wenn irgendwo mal ein Service wegbricht oder so, ja, dann hat der Betrieb halt irgendwo Pech, weil da muss er halt schnell dafür sorgen, dass dann die Konfiguration angepasst wird. Kann man vielleicht machen, wenn man wenige Services hat, aber wenn ich eine große Landschaft habe, die irgendwann auf hunderte von Services anschwillt, ist das natürlich keine Option mehr, dann brauche ich Dynamik da drin. Heißt also, wir brauchen eine Service Registry. Service Registry bedeutet, dass ich die Services beim Startup automatisch bei der Service Registry anmelden, sagen, hallo, ich bin in der Version hier und kontinuierlich eigentlich ein Heartbeat zu der Service Registry senden. Und wenn Sie das nicht tun, werden Sie halt aus der Registry wieder entfernt automatisch. SUL wird dann beim Routing automatisch die Registry anfragen. Geht relativ einfach, SUL dahingehend umzukonfigurieren. Wir geben auch hier wiederum bei den Routen eine Service-ID ein, konfigurieren die Service-ID aber nicht, sondern konfigurieren hier den Eureka-Client. Also Eureka ist die Netflix-Komponente, sprich die Service-Registry, die wir dann hier in diesem Fall nutzen und von Spring Cloud integriert wird. Das heißt, hier würde ich den Endpunkt von Eureka angeben und die eigentliche Service-ID und die entsprechende Liste von Servern, die verfügbar ist, die wird wiederum von der Service-Registry verwaltet. Wenn ich jetzt natürlich Services habe und andere Services aufrufen möchte, gut, sollte ich vielleicht dann nach Möglichkeit vermeiden, weil am Ende habe ich ein Geflecht irgendwie von Service-Abhängigkeiten und Start-up-Abhängigkeiten, die ich nicht haben möchte. Aber wenn ich doch mal in die Verlegenheit komme, dass der eine Service den anderen aufrufen muss, kann ich das natürlich auch über den externen Endpunkt machen, über SUL, oder der Service fragt die Registry selber ab und ruft dann den anderen Service direkt auf. Das kann er zum Beispiel machen über Fane, auch eine Netflix-Bibliothek für REST-Clients in Java, eigentlich recht schön und einfach zu nutzen, auf jeden Fall schöner zu nutzen als das Standard Spring REST-Template, weil ich definiere einfach nur, um hier so einen User-Service aufzurufen, ein Interface. Von der Idee her ungefähr wie bei den Spring Data Repositories, falls ihr das schon mal benutzt habt, wo ich dann auch einfach nur ein Interface habe mit Find User by ID oder so und die eigentliche Datenbankabfrage wird dann in einem Proxy automatisch im Hintergrund dann umgesetzt. Hier ist es ähnlich, ich definiere nur das Interface, ich gebe hier unter Fane Client meine Service ID ein, die dann aus der Registry abgefragt wird und im Request Mapping gebe ich die Informationen mit, damit die Implementierung weiß, wie dann der HTTP-Aufruf zu gestalten ist. MWS Failure. Jetzt haben wir natürlich dann einen ganzen Satz von Microservices und ich muss mir natürlich schon überlegen, was passiert jetzt eigentlich, wenn Systeme oder Services ausfallen.
Ich möchte natürlich, wenn wir über Resilience sprechen, ein System bauen, was auch im Fehlerfall antwortbereit bleibt. Gegebenenfalls mit reduzierter Servicequalität, sprich, ich greife auf Fallbacks zu, ich muss erkenne Fehlersituationen schnell. Eine Maßnahme ist natürlich Redundanz, das haben wir mit dem Heartbeat-Mechanismus und der Service Registry schon gesehen. Das andere ist, dass ich natürlich gucken kann Richtung lose Kopplung, dass ich irgendwie die Daten irgendwie besser entkoppel, dass ich ein asynchrones Messaging habe, dass ich nicht erst noch irgendein Backend-System aufrufe, um beispielsweise ein SAP anzufragen oder einen Kunden anzulegen, sondern dem Frontend einfach mitteile, der Kunde ist in Anlage. Und diesen Request, Kundenanlage, dann vielleicht, wenn das der Service nicht selber machen kann, auf einen persistenten Messagebus asynchron lege. Wenn ich aber doch mal blockierende Aufrufe machen muss im Service, dann komme ich natürlich schnell zu der Situation, wir haben hier nochmal einen Service und wir haben jetzt hier ein Backend oder einen anderen Service. Ja, was passiert denn, wenn dieser Service dann wegbricht und mal nicht verfügbar ist? Mal hier, bumm, und das Backend ist nicht mehr da. Jetzt habe ich natürlich Anfragen gegen den Service und wir laufen in einen Timeout. Und wir haben hier immer mehr Anfragen, die in einen Timeout reinlaufen. Und wenn wir Pech haben, ist irgendwann der Threadpool voll, wie auch immer. Oder auch im Frontend verzögert sich die Abfrage, der Nutzer wird ungeduldig, drückt noch fünfmal auf F5, was die Last dann auch wieder steigert. Das heißt, hier so ein blockierender Ansatz bringt schon so seine Tücken mit sich. Was da natürlich hilft, ist das Circuit Breaker Pattern, was natürlich schon seit 1879 hilft, dass Häuser nicht abbrennen. Aber was heißt das Ganze jetzt für Software Engineering? Bedeutet, ich habe eine Komponente was ich halt zwischen dem Microservice und das Backend klemme, eine, die ich eigentlich in den Service integriere und welcher dann diesen Backend-Aufruf umfasst und welcher diesen Aufruf monitort. Und wir haben auch hier einen Schwellwert und können dann halt hier erfassen, ob Fehler, Timeouts oder irgendwie fachliche Fehler zurückkommen. Und wenn unser Backend jetzt wegbricht, dann ja, laufen wir natürlich auch hier zunächst in einen Timeout rein, aber irgendwann, wenn das Backend halt nicht da ist, dann halt recht schnell, erreichen wir hier den Schwellwert, der Circuit Breaker öffnet und der Vorteil ist, fail fast, wir wissen, es liegt eine Fehlersituation vor, wir können versuchen, das Ganze zu kompensieren, also eine Implementierung von so einem Circuit Breaker ist Hystrix, eine Implementierung von Netflix, die bietet dann auch gleich Optionen, also die bietet zum einen die Option, die Aufrufe auch auf unterschiedlichen Threads zu isolieren, damit explizit Timeouts gesetzt werden können. Zum anderen kann aber auch ein Fallback mit angegeben werden. Ob ich jetzt diesen Anwendungsfall, den Backend-Aufruf, sinnvoll über einen Fallback kompensieren kann, durch gecachte Daten oder einen anderen Service-Aufruf, hängt immer eigentlich vom Anwendungsfall ab. Aber auf jeden Fall erkennen wir hier sehr schnell die Fehlersituation und noch wichtiger, wir nehmen Last von dem Backend-System weg. Weil es kann ja immer sein, dass einfach dieses Backend-System nur überlastet ist und sich erholen muss. Jetzt muss natürlich unser Circuit Breaker erkennen, wenn das Backend-System wieder da ist. Und dazu werden dann von Zeit zu Zeit mal Anfragen durchgeleitet. Dann ist der Circuit Breaker im Zustand halb offen. Und es werden dann immer mehr Anfragen gegen das Backend-System geleitet und wenn diese erfolgreich beantwortet werden, wird wieder geöffnet und Anfragen zum Backend-System oder zum anderen Service weitergeleitet. Das heißt, diesen Circuit Breaker bzw. Hystrix von Netflix würde ich immer dann einsetzen, wenn ich blockierende Aufrufe gegen einen anderen Service mache, beziehungsweise hier in Suhl ist es schon standardmäßig integriert. Dann Responsiveness und Reactivity. Was ist da der Anwendungsfall? Auch ein Anwendungsfall von Netflix. Vor schon etliche Jahre her, da sah die Netflix-Seite so aus, also noch so 2012 rum, vor 5 Jahren, dass es halt viele Backend-Services gab, HTTP-Services, REST-Services, die dann frontend-seitig orchestriert wurden. Dann gab es einen Service für die Filmliste, einen Service für die
für das Rating, einen für die Filmbeschreibung und alles wurde frontendseitig dann integriert und wir hatten frontendseitige Service-Kompositionen. Heißt natürlich, bei jedem Service-Aufruf habe ich eine gewisse Latenz. Und natürlich, ich kann in Browsern natürlich nicht beliebig parallelisieren. Der Browser wird halt, gut, je nach Browser natürlich, aber in der Regel maximal 8 parallele Requests Richtung Backend absetzen. Besser ist natürlich eine serverseitige Service-Komposition, wo ich dann vielleicht auch unterschiedliche Endpunkte und Service-Kompositionen habe für unterschiedliche Devices, weil vielleicht mein Mobile-Device, da kann ich eh nur weniger Informationen anzeigen und so, dass ich dann halt view-spezifische Service-Kompositionen habe. Das wollten die bei Netflix bauen. Das Problem ist dann, dann muss ich halt ja, Service-Kompositionen bauen, serviceseitig, wo ich vielleicht parallel Systeme abfragen muss und naja, das führt natürlich dazu, zu Nebenläufigkeit in Java. Ich muss mir überlegen, wie parallelisiere ich Aufrufe. Nicht ganz so leicht, weswegen ein Mitarbeiter von Netflix, der von Microsoft kam, den Vorschlag gemacht hat, dann lass uns doch mal hier RX anschauen, Reactive Extensions. Da gab es halt eine .NET-Implementierung, da gab es eine JavaScript-Implementierung und auf Basis dessen wurde dann RX Java als Projekt von Netflix initiiert. Hat jemand heute Morgen zufälligerweise den Talk gesehen zum Thema reaktive Architekturen mit RX Java? Genau, da haben wir jetzt gleich ein bisschen Überschneidung an der Stelle, jetzt nur noch mal auf einen anderen Blickwinkel betrachtet, aber dieser Anwendungsfall war der Grund, RX Java zu starten. Nämlich, wenn ich asynchrone Schnittstellen bauen möchte, die nicht blockierend sind, dann komme ich natürlich im schlimmsten Fall um Callbacks nicht drum herum. Wenn wir uns jetzt mal so ein Callback basierte Service-Komposition anschauen, einfach nur, wir wollen mal hier Daten von diesem Customer-Service laden, wir wollen sie verändern und zurückschreiben. Dann habe ich einen Customer-Service Find by ID und ich gebe hier gebe hier oben eine Funktion an, die aufgerufen wird, wenn die Daten vom Service da sind. Und wenn dieser Callback aufgerufen wird und die Antwort vom Service kam, ganz asynchron, muss ich prüfen, war der Aufruf überhaupt erfolgreich. Bei einer blockierenden Programmierung würde ich einfach mit Exceptions arbeiten. Wenn ich hier natürlich prozessübergreifend kommuniziere, kann ich das natürlich schon nicht mehr machen. Das heißt, ich muss erstmal gucken, war der Aufruf erfolgreich, muss die Daten parsen, dann kann ich hier meine Daten verändern, die Adresse setzen und muss das Ganze nochmal asynchron zurückschreiben. Auch da müsste ich eigentlich wieder prüfen, war der Aufruf erfolgreich und man sieht schon, na, Callbacks sind jetzt halt nicht gerade das schönste Programmierpattern, weil wir natürlich schnell zu einer gewissen Schachtelung kommen, weil wir Fehlersituationen an verschiedenen Stellen behandeln müssen. Kurzum, man landet irgendwo in der Callback-Hölle, das möchte man nicht. Wie kann ich denn generell APIs designen? Wie gesagt, im allereinfachsten Fall, ich habe einfach einen blockierenden Aufruf und ich kriege ein Objekt zurück. In der Tat, also die meisten Schnittstellen, die ich im Java-Umfeld habe, wie JDBC, sind halt blockierend halt hergebracht. Möchte ich das System jetzt asynchron bauen, ja, dann kann ich Callbacks nutzen, haben wir gesehen, ist nicht schön. Oder ich nehme Futures, beziehungsweise in Java 8 Completable Future. Nur Futures sind ein Platzhalter für einen Wert, der in Zukunft bereitgestellt wird. Und Future an sich, diese Java 1.4 Futures, die sind auch wiederum blockierend. Das heißt, für ein komplett asynchrones System eignet sich das Ganze nicht. Ein System, wo ich vielleicht Zwischenergebnisse zum Client schon mal pushen möchte, vielleicht bei einer Nutzersuche oder so, wo ich Teilergebnisse schon mal möglichst schnell anzeigen möchte. Das heißt, wenn ich ja, asynchron einen Stream von Events verarbeiten möchte, brauche ich schon was anderes und da hilft uns, wenn ich nicht gerade Callbacks verwenden möchte, das Observable-Pattern mit der Implementierung von ReactiveX, das dann eine Bibliothek ist, um asynchrone Eventströme zu erzeugen, zu transformieren, zu kombinieren und dann zu verarbeiten.
Idee ist, ich habe einen Observer und ich habe ein Observable und der Observer subscribt sich beim Observable. Also im normalen Fall hätte ich einfach einen Send-Reply, der Observer ruft das, den Empfänger auf und der Empfänger schickt einfach alle Daten irgendwie in einen Rutsch zurück. Hier ist die Idee, der Observer subscribt sich beim Observable und das Observable ruft dann asynchron für jeden Datensatz, der zur Verfügung steht, der vielleicht aus einer Datenbank gelesen wurde, beim Observer on next aus, sodass diese Daten dann schon mal verarbeitet werden können. Im Fehlerfall on error und on completed, wenn alle Daten schließlich übertragen wurden. Und wenn wir uns da unser System nochmal anschauen, hier unser Customer Service mit Observables, dann sehen wir haben diese Schachtelungstiefe nicht mehr. Wir suchen hier einfach ein Customer Find by ID, okay, da fehlt das Klammer auf, sehe ich gerade. Aber ich rufe einfach Find by ID auf mit der ID 123 und bekomme ein Observable zurück, auf dem ich dann relativ zweimal hier so eine Map-Funktion aufrufen kann. Und wenn ich nochmal einen asynchronen Aufruf mache, nutze ich ein FlapMap, weil beim asynchronen Aufruf, besonders wenn ich bei so einem Event-Stream dann wiederum mehrere asynchrone Aufrufe machen muss, erhalte ich ja dann bei jedem Aufruf dann wiederum Observable zurück und das klopfe ich dann sozusagen platt, dass ich am Ende des Tages nur einen Strom an Events habe und kann mich da subscriben und das Ganze weiterverarbeiten. Ein Hinweis noch an der Stelle, das kam heute Morgen auch in dem Vortrag raus zum Thema asynchrone Architekturen mit RxJava. Das ist jetzt ein bisschen bezogen hier in Richtung Netflix-Stack. Natürlich gibt es mittlerweile auch eine Spring-Implementierung in Richtung von Reactor. Die sind Reactor und RxJava und RxJava 2, die sind relativ gleich. Also unsere Beispielsammlungen, die wir zum Beispiel im GitHub haben, ja, die haben wir relativ schnell nach Reactor innerhalb von einem halben Tag übertragen können. Da ist Reactor einfach, sagen wir mal, die neuere Implementierung ohne Altlasten für Spring. Letztlich hängt es aber vom Anwendungsfall ab und von der Plattform ab. Denn hier RxJava ist letztlich einfach nur eine Möglichkeit und ein Konstrukt, wie ich die API gestalten kann mit funktionalen Ketten. Genauso wie es jetzt beim Java Future oder Completable Future ist oder Java 8 Streams. Letztlich brauche ich immer noch eine Plattform unten drunter mit reaktiven Datenbanktreibern, mit vielleicht einem Eventbus oder so, wo ich wirklich die Vorzüge da nutzen kann. Und wenn ich jetzt beispielsweise reaktive Anwendungen mit Spring bauen will, mit Spring 5, nutze ich natürlich Reactor. Wenn ich Anwendungen baue mit Vertex zum Beispiel, was ein Application Framework ist, auf Basis von einem Nachrichtenbus, komplett asynchron, dann würde ich RxJava benutzen, weil die bieten auch wiederum eine recht gute RxJava-Integration. Hängt also immer ein bisschen von der Plattform ab, aber da das Ganze ja ursprünglich mal von Netflix kam, bieten auch wiederum die Netflix-Komponenten eine gute RxJava-Integration. Hystrix zum Beispiel hat neben dem Standard-Interface dann auch immer noch mal so ein Observable-Interface. Gut, Conclusion, was wir jetzt gesehen haben, also Spring Cloud bietet eine ganze Reihe von Möglichkeiten und Pattern, um verteilte Systeme zu bauen. Ich kann Routing und Load Balancing mit Zool umsetzen. Eureka bietet mir eine Service Registry und Service Discovery. Ich habe eine verteilte Konfiguration, entweder über Spring Boot Standardmittel beziehungsweise über Arceus. Messaging auch schon bei Spring Cloud dabei, Service to Service Calls mit Fane oder auch mit Spring Standardmitteln. Wie beispielsweise REST-Template, wobei hier mit Fane eine recht schöne Abstraktionsschicht an der Stelle bereitgestellt wird und die Bibliothek sehr schön zu benutzen ist und wir hier Circuit Breaker-Pattern integriert haben mit Hystrix und wenn ich Services baue, kann ich das Ganze dann noch mit RxJava zur Service-Komposition halt kombinieren. Aber
Das ganze System geht natürlich mit einer gewissen Komplexität einher. Das heißt, man muss natürlich vorher sich schon genau Gedanken machen, wie soll denn irgendwo die Architektur aussehen, welche Anforderungen habe ich. Und wie gesagt, das hier war so ein bisschen der technische Teil. Wenn ich mir natürlich bei dem anderen Teil, halt auch bei der fachlichen Modellierung und beim Schnitt von den Services, Stichwort irgendwie Domain-Driven Design und dass ich dort halt Richtung Bounded-Context mir die Services sauber schneide, lande ich halt, auch wenn ich jetzt hier schön Service Registry, SUL und sonst was davor setze, schnell irgendwie zu einer Architektur, die irgendwie so aussieht. Und das möchte keiner. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen? Ja, bitte. Ja, ganz genau. Die Frage war, ja, please repeat the questions, genau. Also die Frage war, wie ich das Akka-Framework einordnen würde zu Reactor und RxJava 2. Also auch bei Akka gibt es Reactive Streams, was dann eigentlich eine ähnliche Unterstützung dann wiederum bietet für so eine asynchrone Eventverarbeitung. Und aus RxJava 1, den Ambitionen von Spring und aus Akka-Streams ist dann wiederum die Reactive-Streams-Spezifikation hervorgegangen. Das habe ich jetzt hier mal ausgeklammert, weil das jetzt halt hier kein Reactive-Vortrag ist. Aber die Reactive-Streams-Spezifikation definiert Interfaces für die Java-Welt, für einen Consumer und einen Producer. Nicht für die Methoden, die wir hier gesehen haben mit Map und FlapMap, aber grundlegende Interfaces, um Kompatibilität zwischen diesen Frameworks in der Java-Welt zu gewährleisten. Und das ist dann von Akka Streams implementiert, von Reactor sowieso und von RxJava in der Version dann 2.0. Ja, genau. Hängt natürlich, deswegen sage ich es ja, von der Plattform ab. Klar, wenn ich Akka nutze, nutze ich Akka Streams. Wenn ich Spring 5 nutze, nutze ich Reactor. Und wenn ich jetzt RxNetty, Vertex oder was anderes nutze, dann kann ich eher Richtung RxJava gehen. Oder auch wenn ich Richtung vielleicht noch eine Spring 4 Anwendung habe und da so eine Service-Komposition einbaue, dann spricht auch absolut nichts gegen RxJava. Gut, sonst noch Fragen? Also ich hätte sonst auch gerne noch eine Frage. Das war jetzt ja ein Beispiel, oder ihr seid hauptsächlich so im Bankenbereich wohl tätig. Also wir sind halt in verschiedenen Branchen unterwegs, wobei ich persönlich jetzt im Bankenumfeld unterwegs bin. Daher war das Ganze jetzt das Beispiel in der Richtung ein bisschen angehaucht. Habt ihr da auch Erfahrungen, sagen wir mal so, im Retail-System, also oder sind ja auch große Hostsysteme und sowas, die ihr teilweise abflüssen oder sowas auf, oder ist das schon alles relativ modern, kleinen Server, was ihr so vorher als Legacy-System vorfindet? Ist recht unterschiedlich, sage ich mal. Also zum Teil, was wir ablösen, ist schon irgendwo Client Server, wo es dann halt schon eine alte Java-basierte Middleware gab, die dann halt komponentisiert wird und durch eine Microservice-Architektur abgelöst wird. Gut, auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch irgendwo Kernbankensysteme, die dann irgendwie noch batch-basiert sind und die dann abgelöst werden müssen. Aber das sind eigentlich meistens so Maßnahmen, da ist man jetzt halt nicht so schnell und agil unterwegs, sage ich mal, wie jetzt hier irgendwie bei den Frontend-Komponenten bei so einem Online-Banking oder so einem Filial-Client. Gut, dann herzlichen Dank. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr auch gerne direkt auf mich zukommen.